Tobi hat euch im letzten Video gezeigt, wie man Swift benutzt. Ich würde sagen, heute heißt es probieren, geht über studieren und wir legen so richtig los. Wir zeigen euch heute, wie man Swift für einen effizienten Trainingsaufbau nutzen kann und dafür am Ende sogar vielleicht mit einem Profivertrag belohnt wird. Ich bin ganz ehrlich, am Anfang war auch ich kein Freund der Rolle und auch als Swift dann so zu Beginn auf den Markt kam, habe ich mir gedacht, ja gut, was soll das jetzt bringen, da 2 Stunden durch eine virtuelle Welt zu gondeln? Auf der Rolle sitze ich dabei immer noch. Na, dann habe ich aber herausgefunden, dass es für Leute wie mich, die die Rolle nicht unbedingt ihren besten Freund nennen würden, bei Swift auch die Möglichkeit für jede Menge Abwechslung gibt. Geplante Workouts, vorgegebene Workouts, Trainingspläne, Gruppenfahrten und Gruppenworkouts oder eben auch Rennen oder die berühmt-berüchtigte Swift Academy. Da ist wirklich für jeden was dabei und die Zeit vergeht wie im Flug, versprochen. Aber erstmal der Reihe nach. Wie trainiert man denn jetzt strukturiert mit Swift? Die einfachste Möglichkeit, um Swift in euer Training einzubauen, ist natürlich das Fahren in der freien Welt. Wir haben hier die Möglichkeit, zum Beispiel zwischen Watopia, Macquarie Island oder eben auch New York zu entscheiden. Und ich würde jetzt an dieser Stelle einfach mal sagen, ich war noch niemals in New York und deswegen wählen wir diese Welt aus. Dann wird das geladen und wir können auch schon loslegen. Die Inkludierung in euren Trainingsplan, das ist natürlich super einfach. Einfach das Workout, was draußen vielleicht im Regen stattfinden würde, auf die Rolle übertragen, selber schalten, selber Gas geben und die Workouts, die man für draußen auf der Straße geplant hatte, einfach in die freie Welt bei Swift übertragen. Die erste Möglichkeit, um Swift für ein strukturiertes Workout bzw. einen strukturierten Trainingsaufbau zu nutzen, sind die vorgegebenen Workouts. Dafür gehen wir zunächst einmal hier auf Training und dann erscheint bei mir jetzt hier zunächst mal das goldene Stichwort, der FDP-Test. Denn den sollte man zunächst einmal absolvieren, um eine Standortbestimmung mit der jeweiligen FDP durchzuführen. Denn wenn man dann vorgegebene Workouts auswählt, weiß Swift automatisch, aha, Fahrer oder Fahrerin XY ist so und so fit und stellt dann die jeweiligen Workouts und Intervalle nach eurem individuellen Leistungsstand ein. Um euch jetzt mal hier beispielhaft zu zeigen, welche Workouts Swift einem dann zur Verfügung stellt, erstmal hier natürlich die volle Seite, gehen wir dann in die Kategorie Less than 60 Minutes to Burn, das heißt, wie man eben unter 60 Minuten ein komplettes Laktatbrett im Bein hat. Und zwar habe ich mir jetzt hier mal beispielhaft The Gorby ausgesucht. Das ist eben ein ziemlich anstrengendes Workout, was einen unter einer Stunde kostet, wartet hier mit 5 Mal leicht über der eigenen FDP auf, was dann wie gesagt auch individuell an eure Bereiche angepasst wird. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal hier das Workout. Einfach mal, um euch zu zeigen, wie das dann abläuft. Die Inhalte werden geladen, auf die jeweilige Welt übertragen und dann geht's los. Und wir sehen jetzt hier oben links in der Ecke, wir sind jetzt gerade bei 10 Minuten Aufwärmen und dann steht an 5 mal 5 Minuten bei 350 Watt und dazwischen immer 5 Minuten bei 175 Watt zur Erholung. Und danach gibt's dann noch einen kleinen Cooldown und wir sind auch schon fertig mit dem ersten Workout. Wenn man das häufig und regelmäßig durchzieht, ist man schneller fit als erwartet. Natürlich gibt es aber neben dem Workout unter einer Stunde bis in den Tod auch andere Möglichkeiten bei Swift. Die sind hier alle aufgelistet. Eine ziemlich coole Option, die ich euch heute noch vorstellen möchte, ist der Athlete Inspired Modus. Hier laden verschiedene Swift-Athleten, die Swift auch in ihrem Training nutzen, ihre individuellen Workouts hoch und da sieht man wirklich, für jede Disziplin ist was dabei. Wir haben hier einmal bei den Frauen die dominierende Athletin der letzten Jahre, Anna van der Breggen, die hier ein ziemlich hochintensives Workout hochgeladen hat. Aber auch für die Sprinter unter uns ist was dabei. Also zum Beispiel das von Kairin Workout von Sir Chris Hoy. Wer also schnelle Beinchen haben möchte, sollte das definitiv mal ausprobieren. Aber auch für Offroad-Enthusiasten ist das Workout von Nino Shorter hier ganz unten dabei. Der zeigt einem dann mal, wie man Punchy Climbs bezwingen kann in einem Mountainbike-Rennen. Und ich denke, wenn man sich hier von den Profiathleten inspirieren lassen möchte, dann ist man richtig aufgehoben und es wird auch richtig wehtun. Neben diesen einzelnen Workouts bei Swift haben wir auch die Möglichkeit, Trainingsreihen, also verschiedene Workouts, die nacheinander und aufeinander aufbauend sind,
auszuwählen. Wie zum Beispiel hier bei diesen 10 bis 12 Wochen FTP-Builder, also eben eine Trainingswochenreihe, mit der man seine Form auf der Rolle individuell verbessern kann. Wir haben hier, wie gesagt, 12 Wochen. Die ersten beiden kann man überspringen, wenn man schon in Form ist. Und dann starten wir direkt mal mit der dritten Woche rein. Hier schlägt einem das Programm dann an 4 Tagen in der Woche vor, was man trainieren soll. Diese 4 Tage kann man sich dann individuell auswählen, im Gegensatz zu den Trainingsplänen, zu denen wir später nochmal kommen. In der letzten Woche wird das Training dann zum Beispiel schon wieder intensiver. Also wir können reingehen in die Woche 12. Wenn wir uns hier die Workouts ansehen, dann haben wir immerhin schon an 5 Tagen die Woche Training. Und so kann man eben mit aufeinanderfolgenden Workouts seine Form auf der Rolle spezifisch verbessern. Neben der Möglichkeit, hier diese individuellen Workouts oder auch Workout-Reihen bei Swift durchzuführen, bietet einem das Programm auch die Möglichkeit, ganze Trainingspläne zu absolvieren. Hier haben wir erstmal eine Übersicht, also zum Beispiel der Crit Crusher oder FTP Building, also alles verschiedene Trainingspläne. Um mich jetzt wieder zurück in Form zu bringen, haben wir uns gedacht, okay, wir wählen mal exemplarisch den Build Me Up Trainingsplan aus. Auf der Startseite sieht man dann erstmal, okay, der ist designt worden für Menschen mit mittlerem Niveau, geht über 10 bis 12 Wochen und kostet einen ungefähr 5 Stunden Training in der Woche. Dann folgt eine ausführliche Beschreibung, wer zum Beispiel auch den Plan designt hat, worauf man sich hier eben einlässt, und dann kann man eben sich den Plan auch ansehen. Als erstes erscheint hierbei eine Vorschauseite, in der man sieht, okay, wir werden 58 Stunden mit dem Trainingsplan verbringen und dabei 2142 Kilometer für unsere Swift Garage einsammeln. Und dann kann man eben auch in die einzelnen Wochen reinstarten und sich die Workouts, die einen dann bei diesem ziemlich schweißtreibenden Trainingsplan in Zukunft erwarten werden, eben angucken. Ganz zu Beginn gibt es eben halt erstmal dieses sogenannte Zone Benchmarking, also das heißt, das Fitnesslevel wird eben halt eingestellt. Man sollte im Optimalfall den FTP-Test auch im Vorfeld sowieso schon wieder absolviert haben. Und dann kämpft man sich also über die verschiedenen Wochen durch die einzelnen Trainingseinheiten durch, bis man dann irgendwann in der letzten Trainingswoche angekommen ist. Um dort seinen Erfolg zu überprüfen, absolviert man dann nochmal einen FTP-Test und hat dann wirklich schwarz auf weiß auf dem Papier seine Fitnesssteigerung über die letzten Wochen zur Hand. Wenn man sich dann für den Plan angemeldet hat, hat man hier auch nochmal die Möglichkeit, diesen auf seine individuellen Bedürfnisse anzupassen. Also sagen wir, ja, auf 12 Wochen habe ich keine Lust, mein nächstes Highlight steht schon in 10 Wochen an. Dann kann man den Plan hier zum Beispiel auf 10 Wochen anpassen und hat dann eben die Trainingsdauer etwas verkürzt. Für alle die, die schon ein bisschen mehr Erfahrung in Sachen Training haben, gibt es bei Swift auch die Möglichkeit, sich selber einen Workout zu erstellen. Dazu gehen wir hier oben logischerweise auf Neues Workout erstellen und müssen dem Kind dann erstmal einen Namen geben. Ich würde sagen, wir entscheiden uns hier mal für den Namen Zündung. Wenn man den Namen dann gegeben hat, geht es auch schon los in die Planung der Trainingseinheit. Wir starten natürlich mit einem kleinen Warm-up, ziehen das hier rüber in den Bereich und können dann sowohl die Dauer als auch die Anfangs- und die Endleistung einstellen. Damit halten wir uns aber jetzt nicht auf. Wir lassen das einfach alles so und starten direkt mit den Intervallen rein. Auch hier kann man erstmal die Anzahl der Intervalle auf dem Plus- und auf dem Minuszeichen erhöhen oder eben wieder reduzieren. Und auch die Dauer der einzelnen Intervalle kann man individuell einstellen. Jetzt wollen wir aber ein bisschen Laktat in den Beinen haben und können deswegen hier individuell die Intensität der einzelnen Intervalle, die wir fahren, nicht so hoch, nicht so hoch, selber einstellen, damit es dann eben schön auch in den Beinen brennt. Auch können wir die Trittfrequenz, in der wir ja in den einzelnen Stufen fahren wollen, selber auswählen. Dazu ziehen wir einfach hier diesen Cadence-Sensor eben in das Bild rein und können dann hier sagen, okay, bei 85, das sollte für meine Zwecke auf jeden Fall passen und kann man aber natürlich auch noch individuell einstellen. Genauso hat man die Möglichkeit, sich das Workout auch komplett selber einzustellen. Wir haben hier, wie man sieht, Zone 1, 2, 3, 4, 5 und auch die Zone 6. Die werden abhängig von der individuellen FDP auf den individuellen Fahrer eingestellt. Und wenn wir dann fertig sind mit der Trainingseinheit, wir verzichten jetzt mal hier auf die individuellen Trainingszonen, dann gibt es noch das Cooldown. Auch das kann man wieder individuell regulieren. Und zack, fertig ist das Workout Zündung. Ich denke, das sollte ich schaffen. Workout-Dauer 50 Minuten, Stresspunkte 31, speichern. Und los geht's. Für alle die, die keine Lust haben, alleine unten im Keller auf der Rolle zu sitzen, für die bietet Swift auch die Möglichkeit, an Gruppenfahrten teilzunehmen. Dazu braucht man entweder die Companion-App oder kann das Ganze auch auf dem Desktop zu Hause erledigen. Wir haben uns jetzt hier für die Companion-App entschieden und zeigen euch jetzt mal Schritt für Schritt, wie man an einer Swift-Gruppenausfahrt teilnehmen kann. Dazu öffnen wir die App und gehen dann hier oben auf Filter. Hier ist, wie ihr seht, jetzt gerade Gruppenfahrt eingestellt. Natürlich kann man aber auch an Zeitfahren teilnehmen oder eben auch an Gruppenworkouts.
Wir lassen jetzt hier mal die Gruppenfahrten und Gruppenworkouts eingestellt und müssen jetzt oben noch die jeweiligen Leistungsklassen auswählen. Aus Übersichtsgründen lasse ich mir auch hier jetzt einmal jede Leistungsklasse, Gruppenfahrten und Gruppenworkouts anzeigen. Dann gehe ich auf Filter übernehmen, aktualisiere die App und schon wird mir angezeigt, okay, was geht jetzt in der nächsten Zeit ab. Wir sehen, in genau 11 Minuten startet hier um 15 Uhr der 3R Endurance Ride. Hierbei kann ich mir anschauen, okay, was erwartet mich bei dieser Fahrt und natürlich kann ich, wie angesprochen, auch sehen, okay, was muss ich treten können. Hier wird mir die Leistungsklasse C angezeigt, also 2,6 bis 2,8 Watt pro Kilogramm werden von mir erwartet. Das schaffe ich, denke ich, und deswegen entscheide ich mich dazu, an diesem Event teilzunehmen. Wenn ich hier dann auf dieses Pluszeichen drücke, dann bin ich bei dem Event eingeschrieben und es wird mir auf meinem Swift Home Bildschirm angezeigt und ich kann dann jetzt auf Beitreten klicken und werde dann wenn das Event startet, kann ich dann an dieser Gruppenausfahrt teilnehmen und gemeinsam mit anderen, obwohl ich alleine zu Hause auf der Rolle sitze, diese Ausfahrt bestreiten. Wir haben jetzt also hier diesen 3R Endurance Ride ausgewählt und wir sehen, in 7 Minuten und 40 Sekunden startet die gemeinsame Ausfahrt. Die Zeit bis dahin kann ich, wie gesagt, auch schon mal nutzen, um mich eben aufzuwärmen. Also pedaliere ich jetzt hier so ein bisschen vor mich hin und an alle, die gleich beim 3R Endurance Ride dabei sind, liebe Grüße, ihr seid in einem DCN auf Deutsch Video. Neben der Möglichkeit der Gruppenausfahrt gibt es bei Swift auch noch die Möglichkeit der eben schon angesprochenen Gruppenworkouts. Hier geht es nicht dabei darum, eine gemeinsame Ausfahrt zu unternehmen, sondern es geht eben, wie der Name schon verrät, darum, ein gemeinsames Workout zu absolvieren. Wir können das jetzt hier auch mal exemplarisch machen und entscheiden uns für das um 15.30 Uhr beginnende Ham Sandwich. Das dauert 52 Minuten und wenn man weiter nach unten geht, sieht man auch ganz genau, welche Art von Intervallen einen in diesem Workout erwarten. Dabei ist es wichtig zu sagen, dass anders als bei der Gruppenfahrt man jetzt kein bestimmtes Fitnesslevel braucht. Denn es ist so, dass egal ob man jetzt zu Hause gerade 500 Watt tritt oder eben halt 100 Watt, die anderen Fahrer einem eben nicht davonfahren, sondern das Ganze wird auf die jeweilige FTP eben umgerechnet. Jeder bleibt in seinen Bereichen, aber man bleibt eben auch als Gruppe zusammen. Also wenn dieses Event mir zusagt, kann ich auch hier wieder auf Teilnehmen klicken und zack, bin ich schon drinne und gehe hier auf Speichern und kann dann als nächstes bei diesem Gruppenworkout Ham Sandwich teilnehmen. Wer also keinen Bock hat, immer nur alleine, so wie ich, hier durch die Swift-Welten zu kutschieren, der sollte definitiv mal über die Möglichkeit der Gruppenfahrten oder der Gruppenworkouts nachdenken, denn das macht jede Menge Spaß und einem wird mit Sicherheit nicht langweilig. Neben der Möglichkeit der Gruppenfahrten und der Gruppenworkouts gibt es bei Swift natürlich auch die Möglichkeit, an Rennen teilzunehmen. Die sind zwar ziemlich spaßig, aber auch ziemlich hart und auch ziemlich kompliziert, bis man hier eben zu den individuellen Bestleistungen kommen kann. Und deswegen denken wir, dass es am meisten Sinn macht, das nochmal in einem gesonderten Video, vielleicht auch mit einem echten Experten zu besprechen. Was wir an dieser Stelle aber auf jeden Fall noch erwähnt wissen wollen, ist die sogenannte Swift Academy. Die Swift Academy, das ist ein Trainingsplan, der dieses Jahr wieder vom 30. August bis zum 25. Oktober stattfindet, zu dem sich ganz, ganz viele Athleten und Athletinnen aus der ganzen Welt anmelden können. So auch ich. Ihr seht, ich habe mich jetzt hier links angemeldet und habe 0 von 6 Workouts absolviert und auch 0 von 4 Gruppenfahrten. Was bedeutet das? Im Rahmen der Swift Academy nimmt man als Athlet oder als Athletin eben an insgesamt 6 Workouts und 4 Gruppenfahrten teil. Diese Workouts sind einfach eben individuelle Intervallprogramme und diese Gruppenfahrten sind 2 Recovery Rides und 2 sogenannte Segmentfahrten. Hierbei geht es darum, seine individuellen Bestzeiten einmal im Sprint und einmal am Berg zu jagen. An diesen einzelnen Fahrten kann man dann eben teilnehmen, also habe ich mich jetzt hier am sogenannten Baseline Ride angemeldet, der geht in 44 Minuten los und dann würde hier schon kommen, okay, du hast eine von 4 Gruppenfahrten absolviert. Entgegen der Meinung von vielen, die immer nur hören, okay, irgendwie kann man durch die Swift Academy durch Radprofi werden, möchten wir an dieser Stelle auch nochmal ganz klar erwähnen, dass die Swift Academy für jeden und jede etwas ist. Denn hier lernt man ganz viel über die Grundzüge von Training, man erhält das Gefühl, eben mit ganz vielen anderen Athleten und Athletinnen zusammen einen Trainingsplan zu absolvieren und lernt eben einfach auch viel über seine individuellen Leistungswerte. Natürlich muss man aber auch die Möglichkeit ansprechen, dass man durch diese Swift Academy wirklich Radprofi werden kann. Das haben letztes Jahr zum Beispiel Neve Bradbury oder eben auch Jay Vine vom Team Alpecin Phoenix geschafft.
Denn wenn man die Swift Academy unter den Besten absolviert, werden jeweils 5 Fahrer und 5 Fahrerinnen in ein Trainingslager des Profiteams Alpecin Phoenix und der World Tour Mannschaft, der World Tour Frauenmannschaft Canyon SRAM eingeladen. Und von diesen 5 Fahrer und Fahrerinnen werden dann am Ende ein glücklicher Sieger und eine glückliche Siegerin ausgewählt. Und die dürfen dann im Jahr 2022 als Radprofi ganz oben mitmischen. Viel Glück! Vielleicht ist es ja etwas für euch. Vielleicht habt ihr auch Lust, einfach nur so teilzunehmen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. So Leute, ich habe mich jetzt hier mal auf meinen Smart Trainer geschwungen und werde noch mal eine Runde zum Abschluss des Videos drehen. Aber natürlich gilt wie immer, wie sieht's bei euch aus? Nutzt ihr bei Swift die Gruppenfahrten, die Gruppenworkouts? Seid ihr eher der Typ, der alleine hier so in der Swift-Welt unterwegs ist? Oder nehmt ihr gar an Rennen oder sogar auch der Swift Academy 2021 teil? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Wie fährt man eigentlich bei Swift Rennen wieder? Und bis dahin fleißig trainieren und wie immer Kette rechts.